Herzlich willkommen zu einer weiteren Produktvorstellung, und zwar diese Schmetterlinge. Diese Anhänger, die habe ich jetzt schon öfters gesehen. Auch auf der, in der Facebook-Gruppe von Dame Fertig Deutschland. Viel Plastik. Und zwar, das ist so eine tolle Idee, die einige haben. Mal gucken, wie die hier gehören. So, man hat... Gut, ich weiß nicht genau, wie das jetzt zusammengehört. Vermutung. Hier kommt eine Kette durch. Hier. Und dann werden mehrere Schmetterlinge untereinander gehängt. Und man hat dann Fensterschmuck, der sich so dreht. Und da es ja auch, naja, Diamond Paintings sind, wenn auch sehr spezielle, funkeln sie, und durch das Drehen funkelt es andauernd, und es ist ein richtig cooler Fensterschmuck, das muss ich mal sagen. Also alleine die Idee, das als Fensterschmuck zu machen, ist schon mal ein Knaller. Ich hätte es vielleicht einfach so irgendwo hingehängt, ja, aber halt nicht untereinander als Fensterschmuck. Die Idee fand ich wirklich ein Knaller. Muss ich mal kurz gucken, wie das hier alles gehört. Und ich habe hier nur 10 stehen. Das heißt, es wäre für diesen Schmetterling. Oh, da fehlt doch noch was. Oder nicht? Oder habe ich da was verpasst? Wo geht das auf? Hier. Diese Schmetterlinge werden vorne und hinten beklebt. Und oh mein Gott, wie schön. Ne, ich glaube, das sind alle Steine drin. Es war nur erstmal... Du verwirrend aus, oh mein Gott, ist das hübsch. Entschuldigung. Ich habe meine Professionalität gerade irgendwo vergessen. Wow. Okay, wir haben hier sehr viele Strasssteine, ein paar schimmernde Steine und ein paar... unfassbar besondere. Oh, wow. 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 Was anderes fällt mir da gerade nicht ein. 1, 2, 3. 4 haben wir zweimal. Anscheinend des Öfteren. Ja, hier ist ein Haufen 4, hier ist ein Haufen 4. Da ist viel 4, da auch. Hier nicht so. Das ist okay. 5. Hauptsächlich anscheinend hier. 6, 7, 8 und 9. Ja, okay. Das sind alle Diamonds für diese. Na, kommst du her. 5 Schmetterlinge. Das ist schon mal. Das ist gut, ja. Und natürlich halt hier diese 2 Klunker. Es sind dabei. 3. 4, 5 Kettchen und 1, 2, 3, 4, 5 Anhänger. So, das sind ja eigentlich Schlüsselanhänger, aber wie gesagt, es wurde auch als Fensterschmuck zweckentfremdet. Es gibt aber auch noch neben den Schmetterlingen Herzen und Elefanten. Und für den Fensterschmuck wurde einfach nur hier dann eine Schnur durchgezogen durch die Löcher. Nur, man kann es auf jeden Fall, ja, es muss ja nicht zwingend an einen Schlüsselbund, ne? Und wenn man das jetzt fertig gepaintet hat, Gottchen, so, vorsichtig durchziehen. Hier rein mit dem Kügelchen und zack. So, jetzt angenommen, es wäre fertig gepaintet.
Natürlich muss vorher noch hier der Ring durch, aber ja. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr außergewöhnliches Painting, sage ich mal, auch wenn es kein Painting im konventionellen Sinne ist. Auf jeden Fall cool. Ich werde da mal ein, vielleicht zwei painten und euch mal zeigen. Bis gleich. Achso, was ich ja jetzt auch komplett vergessen habe, weil ich so geblendet von den Steinen war. Das Toolkit. Man hat eine kleine grüne Schale, eine kleine Wachsplatte, ein paar Tüten und einen pinken Stift ohne Mehrfachaufsatz. Aber ganz ehrlich, den braucht man bei so einem, naja, besonderen Painting an sich nicht, weil man ja sowieso nichts in einer Reihe ordentlich setzen kann. Daher absolut okay, gutes Set, gutes Kit. Alleine schon das mit den Tüten, ich finde das toll, denn naja, man will ja nicht alle 5 Schlüsselanhänger gleichzeitig abziehen. Und man muss ja auch noch von beiden Seiten kleben. Ne? Also man kann ja nicht alle auf einmal abziehen, das funktioniert nicht. Daher absolut gutes Kit. Und ja, ich werde mich hier mal ein bisschen ans Kleben machen. So, ich habe den ersten so halb fertig, die andere Hälfte habe ich noch nicht gemacht, aber dass die dir mal den Unterschied. Und hier könnt ihr euch mal den Schmetterling in ganzer Pracht angucken, das sieht so gut aus, oder? Wow. Und wie gesagt, gibt es noch in Herzen diese Schlüsselanhänger. Ich habe euch geblendet, ihr müsst die jetzt kaufen. Nee, in Herzen und in Elefanten. Na, und also ich finde, das sieht toll aus. Was man aber beachten muss, man müsste sie auf jeden Fall versiegeln. Es ist immer wieder von Latexbindemittel die Rede. Damit habe ich leider überhaupt keine Erfahrung, aber ich werde mir das wahrscheinlich jetzt besorgen. Den mal gucken, ob man das sieht. Hier. Hier seht ihr den Kleber. Und damit die Steine einerseits gut halten, denn wenn sie wirklich als Schlüsselanhänger benutzt werden, dann ist es vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn die nochmal extra versiegelt werden. Latexbindemittel soll dem Glitzern nichts schaden. Es soll trotzdem noch funkeln und glitzern und einfach wunderschön aussehen und halt noch ein zusätzlicher Schutz sein. Und hier seht ihr halt, ja, es ist einfach wunderschön. Ah, so toll. Und ich habe es jetzt auch richtig gemacht. Und wie gesagt, die werden auch gerne mal als Fensterschmuck benutzt. Und da wird eine Schnur durchgezogen, Knoten gemacht, Schnurknoten und so weiter. Bis sie alle aufeinander hängen. Und dann werden sie an einen kleinen Nagel oder vielleicht Haken befestigt und drehen sich dann die ganze Zeit. Natürlich sieht das schöner aus, wenn sie komplett beklebt sind, aber ich denke, das Prinzip ist damit klar. Ne? Und ja, alle Steine sind mit der entsprechenden Nummer gekennzeichnet, sprich Stein 1 gehört auch auf Feld 1. Stein 2 gehört auf Feld 2. Und die 8 sind diese besonderen hier. Auch hier am Fühler. Hup, so. Und ja, ich bin begeistert. Ich finde die einfach richtig schön. Das ist nicht nur auch ein cooles Geschenk, sondern andererseits, wie gesagt, toller Fensterschmuck, aber auch, denke ich, naja, eine besondere Aufmerksamkeit für Freund, Freundin,
Fürs Auto vielleicht. Oder ich glaube aber, das funkelt dann zu sehr. Wäre aber vielleicht eine Möglichkeit. Mir gefällt das. Bin sehr begeistert. Ich werde die anderen auch noch kleben. Die anderen drei. Da habe ich den fünften hier. Der ist, ach, die sind alle so schön. Ah ja, da freue ich mich drauf. Okay. Schön. Gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Ich bin gerade etwas überwältigt von diesem Schmetterling. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.